Hallo, in diesem Video werde ich eine kurze Einführung zu Horde geben, was Horde ist und was man mit Horde alles machen kann. Horde ist im Prinzip eine Groupware. Bei einer Groupware arbeiten mehrere Menschen in einem Netzwerk zusammen, um zum Beispiel im Büro miteinander zu kommunizieren, sich E-Mails auszutauschen. Ich melde mich einfach mal bei launix.de Horde an. Da haben wir hier das Startportal. Da mit verschiedenen Modulen. Also die Module sind hier oben: Webmail, Kalender, Adressbuch, Aufgaben, Notizen, Customers und Statistiken. Und die Module können auch auf der Startseite einen kurzen Überblick geben, zum Beispiel hier Webmail, Umsatzsteuer, Identifikationsnummerprüfung und so weiter. Ich fange einfach mal bei E-Mail an. Ich habe hier die Webmail, da sehe ich gerade, es ist eine neue Nachricht, eine Xing-Benachrichtigung da. Hiermit kann man ganz mit dem Horde-E-Mail kann man ganz normal E-Mails empfangen und verschicken, weiterleiten und so weiter. Wichtig zu einem E-Mail-Programm ist auch das Adressbuch. Ich werde jetzt mein Adressbuch nicht zeigen aus Datenschutzgründen. Man kann hier, was wichtig ist bei Horde, mehrere Adressbücher haben, das heißt ein Adressbuch für die privaten Kontakte, ein Adressbuch für die geschäftlichen Kontakte und vielleicht sogar noch ein Adressbuch, wo ich alle Kunden eintrage, und dieses Adressbuch kann ich dann auch anderen Mitarbeitern der Firma zur Verfügung stellen. Und das Adressbuch ist auch mit dem Webmail-Programm verknüpft, das heißt, ich kann von ankommenden E-Mails den Kontakt sofort im Adressbuch abspeichern und auch, wenn ich eine neue E-Mail schreibe, einen Kontakt aus dem Adressbuch auswählen. Wichtig ist auch noch der Kalender in Horde. Hier haben wir grundsätzlich die Jahresübersicht, die Monatsübersicht, die Wochenübersicht und den Tag. Und wenn ich jetzt die Woche anschaue, haben wir hier zum Beispiel den Mittwoch, 14 Uhr, können wir jetzt hier ein Ereignis eintragen. Um 14 Uhr haben wir das Ereignis Treffen. Ich kann hier mehrere Kalender haben, dasselbe wie mit den Adressbüchern. Jeder Kalender kann mit verschiedenen Personengruppen geteilt werden. Und das Ort ist im Besprechungsraum. Hier kann ich dann noch Notizen hinzufügen. Und bei den Teilnehmern kann ich E-Mail-Adressen hinzufügen. Und diese Teilnehmer bekommen automatisch eine E-Mail mit einer Datei, die dieses Ereignis auch in ihren Adresskalender einspeichert. So, jetzt haben wir hier das Ereignis von 14 bis 15 Uhr. Das kann man auch beliebig noch in der Zeit verschieben. In der Monatsübersicht und in der Jahresübersicht wird es auch mit angezeigt. Horde hat zusätzlich noch eine Smartphone-Oberfläche, was dann vor allem sinnvoll ist, wenn man zum Beispiel gerade im Zug sitzt und trotzdem seine E-Mails abrufen will mit dem Smartphone oder schnell im Kalender nachschauen will. Und der eigentliche Vorteil von Horde ist, dass man selbst Module entwickeln lassen kann. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel das Modul Statistiken. Das ist die Anzahl der Besucher und die Aufenthaltsdauer zum Beispiel auf meiner Webseite. Das ist ein individual programmiertes Modul. Launix entwickelt Module für Horde und ja, Sie können im Prinzip sämtliche Sachen, die Sie bis jetzt mit Excel gemacht haben, in Horde integrieren, damit es direkt im E-Mail-Programm ist und täglich Sie Zugriff drauf haben. Es macht auch Sinn, gewisse Module auf der Startseite von Horde mitzuhaben. In diesem Serviceportal zum Beispiel haben wir hier den Kreditkalkulator. Ich will einen Kredit von 100.000 Euro aufnehmen zu einem Zins von 5% und eine Tilgungsrate von monatlich 9.000 Euro. Und der Kreditkalkulator sagt dann 12 Jahre und 4 Monate und die Gesamtkosten. Ja, da kommen sozusagen nochmal 32.000 Euro an Bedienungskosten für den Kredit dazu. Das
Besondere, diese kleinen Widgets sind ziemlich schnell programmiert, das heißt, sie können wirklich jede einzelne Sache, die ihnen das Leben in der Firma erleichtert, als Horde-Modul von uns bauen lassen. Das tut finanziell nicht weh. Ja, ich hoffe, ich konnte einen kleinen Überblick geben, was Horde ist und was man mit Horde alles anstellen kann. Wir freuen uns auf Aufträge, insbesondere in der Modulentwicklung. Wir bieten auch den Service an, überhaupt erstmal Horde bei Ihnen in der Firma zu installieren. Da haben Sie einen schnellen Einstieg. Wir haben da auch verschiedene Pakete angeboten, zu einem Festpreis, zu einem monatlichen Preis oder auch das Business-Paket, wo Sie wirklich ein monatliches Kontingent an Arbeitszeit von unseren Experten zur Verfügung gestellt bekommen, die ständig Software für Ihre Firma entwickeln. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns.